Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Was geht ab, Alter? Ey, es geht von einem Spiel zum nächsten Spiel. Dienstag Real, Mittwoch Atletico und heute Leverkusen. Ich bin heute Leverkusen gegen West Ham United dabei in der Europa League. Wird ein sehr geiles Spiel. Leverkusen, wie gesagt, bisher ungeschlagen in dieser Saison. Unglaublich, was ich bisher erlebe. Ich bin ja beim Kollegen Wehlert wieder eingeladen worden. Den kennt ihr auch vom letzten Vlog. Der ist gerade hier tanken. Wir sind an der Tankstelle. Fahren dann weiter. Ich bin gerade gelandet, Leute. Ich bin gerade gelandet aus Madrid. Und bin jetzt schon auf dem Weg zum nächsten Spiel. Was geht hier ab? Aber das kann man sich ja nicht entgehen lassen, so ein Spiel. Wenn man eingeladen wird, nehme ich das gerne mit. Und auch riesen Dankeschön natürlich auch. Aber ich habe Bock drauf. Europa League. Ich bin gespannt, ob Leverkusen heute die englische Mannschaft auch wegfegt und die Siegesserie standhalten können. Ne? Weil das ist auch voll Druck, glaube ich, für die. Die sind ungeschlagen. Und dann jetzt so Europa League. Vielleicht erste Niederlage oder unentschieden. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen kaputt. Jetlag kickt immer noch rein bei mir. Ich bin ja aus Amerika nach Madrid, jetzt nach Deutschland wieder. Eieieiei. Aber ich freue mich drauf, Leute. Wird ein geiler Vlog. Ich warte jetzt noch auf Wehlert und dann fahren wir weiter nach Leverkusen. Koffer und so, alles hier im Kofferraum. Alter. Ich finde, der Wagen ist aber auch nochmal geil. Wenn man vom Teufel spricht, Alter. Was geht ab, Bruder? Ey, ich bin weggeflogen. Einen Tag vorher war ich mit ihm Leverkusen Fortuna. Jetzt bin ich wieder angekommen. Direkt wieder zum Fußballspiel, Alter. Ja, und jetzt gehen wir die Engländer. Sagst du? Hooligan, kämpfen gehen. Was sagst du? Wie geht das Spiel aus? Bruder, ich habe heute ein Gefühl. Ich sag 3-2. Leverkusen. Oh, das ist so 90. Schick, Kopfballtor. Sowas. Ich sage ehrlicherweise 2-2. Sehr unentschieden geht das heute aus. Ja. West Ham ist stark, ne? Die sind vor Chelsea in der Liga, die sind nicht schlecht drauf. Aber Leverkusen zu Hause, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Stimmt, wir müssen gewinnen, ja? So, wir fahren jetzt nach Leverkusen. Wie lange fahren wir? Halbe Stunde? 15 Minuten. 15 Minuten. Und dann sind wir wieder in der Loge von Anter, ne? Ja, Anter! Anter FM. Kuss geht raus, Alter. Dankeschön für die Einladung wieder. Amoren. Alles klar, Leute, let's go. So, wir sind jetzt gleich in Nähe Stadion. Wir haben noch keine Engländer gesehen. Letztes Mal war ja alles voll mit Düsseldorf-Fans. Aber die sind alle natürlich schon da oder die sind noch am Flughafen. Aber schon viele Leverkusener am Start. Was ist das hier für eine Kneipe, Alter? Die treffen sich immer alle hier. Stadion-Eck. Boah, Stadion-Eck. So was müssen wir auch mal gern. Stadion-Eck. Da ist das Stadion, Leute. Schal, weißt du, in Leverkusen. Das ist ein Schal für mich heute? Ja. Hör doch auf. Ich hab angerufen. Korrekt. Ey, was geht hier ab, Leute? Gestern noch in Madrid, heute Leverkusen Europa League. Also, wer hat das schon mitgemacht? Dienstag Champions League, Mittwoch Champions League, heute Europa League. Also, mehr geht doch gar nicht. Und davor WrestleMania. Ich glaube, das hat noch niemand auf der Welt. Ich habe einen Weltrekord. Scheiße. Ey, ich freue mich drauf. Ein geiles Spiel jetzt. Was ist da? Kamerateam. RTL2. Ach, geil. So, wir fahren jetzt hier rein. Unter Stadion parken wir wieder. Und dann geht's ab in die Loge. Habt ihr letztes Mal auch schon gesehen. So, los geht's. Da ist quasi das Stadion, wir fahren jetzt direkt darunter. Da sitzen auch alle anderen, ne? Oder stehen die da? Die Rolfes, Molfes und so alle, ne? Yeah. Föller, Möller. Wo ist der Föller? Ich weiß nicht, hat der nicht einen Maybach oder so? Natürlich. Ja. Ist nicht, schwarze. Ah, okay. Dein Auto ist aber krasser, ja? du fährst zu Furious Tokyo Drift. Scheiße. Nein, hat einfach deinen Parkplatz geklaut, ja? Mein Bruder, ja. Eieiei. Ja, der darf. So, jetzt sind wir im Aufzug, ganz entspannt angekommen. Ich habe ein Geschenk für dich aus Amerika, Bruder. Ein Dollar. Jawohl. Original amerikanischer Dollar. Dankeschön, Bruder. Gerne. Wir sind jetzt hier wieder in den Logen. Bei Anter. Anter. Let's go, Leute. So, Bruder, jetzt zeig mal ein bisschen deine Loge. Was ist denn hier los? Bruder, hier, ich hab ein Geschenk für dich. Oha. Willst du West Ham oder Leverkusen? Ah, Leverkusen natürlich, ja, hä? International sind wir noch für die deutschen Mannschaften hier. Bruder, hier haben wir unsere Decke, ne? Stark, stark. Wir haben wieder Decken und so alles am Start hier. Korrekt. Die haben einfach Sitzheizung hier bei diesen Sitzen, ne? Das hab ich auch noch nicht erlebt, ey. Schon geil. Ja, schon eine schicke Loge hier auf jeden Fall. Sehr nice. Ja. Hier wird dann gegessen, Leute. Da ist nochmal ein Fernseher. Da ist das Stadion. Ist noch nicht so voll. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden vor Anpfiff. Aber gleich wird es hier abgehen, glaube ich. Wo sitzen denn die Dings? Die Auswärtsfans da hinten, ne? Und hier raus, man hört ja schon was hier. Ah, da sind die ersten aus West Ham angereist. Ja, guck mal da mit den ganzen Sachen.
South Shields. Die haben bestimmt schon alle ordentlich gesoffen, Alter. Die Engländer sind da stark im Saufen. Also, wir essen gleich erstmal was, chillen kurz. Ich muss auch erstmal klarkommen, ich bin gerade gelandet aus Madrid, Alter. Jetzt bin ich hier in Leverkusen, Alter. Was machst du mit mir? Der hat mir spontan heute geschrieben, Bruder, du kannst mitkommen ins Stadion. Dann dachte ich mir, ey, das kannst du dir doch nicht entgehen lassen, Alter. So ein Spiel, Europa League, Leverkusen gerade in Topform und das werden wir uns jetzt reinziehen, Leute. Let's go. Was ist denn das? So, da wird gerade mein Teller zubereitet. Hähnchenspieß und Roastbeef mit ein bisschen Reis. Perfekt. Boah, da kommt nochmal die Tomate oben drauf. Dankeschön. Danke, danke, danke. Sieht super aus, Leute. Let's go. Leute, ich gehe gerade auf die Toilette. Ich denke einfach, ich bin irgendwo Gästetoilette, Wohnzimmer. Was ist das denn? Heftige Toilette einfach in der Loge hier. Heftig. Man denkt einfach so Gästebad, der bei irgendeinem zu Hause ist. Was glaubt man, ich bin so mit zu Hause? Da sind noch ein paar Zuschauer am Start hier. Die habe ich oben gesehen. Es geht ab, Jungs. Wahnsinn, ich kann das immer noch nicht glauben, was ich hier wieder alles erlebt habe die letzten Tage. Es geht einfach weiter. Ich habe gedacht, das hört jetzt auf, aber jetzt bin ich einfach hier in Leverkusen beim Topspiel umgeschlagen gegen West Ham. Und sagt mir mal, wer das bisher gemacht hat auf der Welt. Ich glaube, wir haben einen Weltrekord aufgestellt. Also Guinness Buch der Rekorde. Ich will einen Eintrag haben. Es gab keinen Menschen, der in so kurzer Zeit WrestleMania war, dann in Madrid bei beiden Champions League Spielen, was auch so selten ist, dass beide Spiele hintereinander in derselben Stadt sind und dann nochmal zurück nach Deutschland bei der Europa League. Drei Länder in 4 Tagen. Verrückt. Hammer. Dankeschön, Leute. Was ist das denn hier? West Ham? West Ham Fan? Falsche Lose aber hier. Was denn? Tippst du auch, dass die gewinnen? Ist das ein Schwert? Ja? Ja, sagst du West Ham gewinnt? Spielen wir mal hier, aber 4-0 Klatsche. Und wie lange ist das? Aber heute, irgendwann müsste man. 5-0 Klatsche. Ich sage uns 1-1. Boah, die Jungs hier am Start wieder. Hey, was geht ab, Jungs? So, West Ham ist reingekommen. Die machen sich jetzt warm, werden erstmal ausgepfiffen. So, kleiner Ausblick hier. Das sind die ganzen West Ham Fans. Die machen schon Stimmung vom Stadion. Alle angereist aus England. Wir sind jetzt hier im VIP-Bereich, wir suchen jetzt den Tizi Schuberts, die sind nämlich auch hier, Schubertus. Hör mal, ihr Schweine, hä? Hab ich euch gefunden? Alles geht ab. Alles klar? Was machst du hier eigentlich? Ja, ich bin am Wandern, Jungs. Sind die Träne getrocknet von ja. Und heute Euroleague, oder? Ja. Warte mal, Träne mitnehmen, oder? Ja, klar, Alter. Spieler? Ja. Wie? Wer geht denn auf den Platz gleich von euch? Ich hin rechts, raus mit. So, Freunde, es geht los. In 10 Minuten, Stadion ist voll. Da sind die West Ham Fans. Jetzt wird's immer lauter, Freunde. Nastrovje. Aufstellung. Amerika und dann war ich in Madrid beim eigenen Champions League Spiel. Jetzt bin ich hier wieder in Leverkusen. Kann mich mal jemand kneifen? Ich schwör's euch, bevor ich diese Reise angetreten habe, mir ging es persönlich nicht so gut, sag ich ehrlich. So 6 von 10. Und jetzt diese Reise und alles, was ich erlebt habe, meine ganze Daumen, Glücksgefühle, alles wieder nach oben. Und ich bin jetzt wieder echt aktuell, fühle ich mich glücklich. Ich habe wirklich so schöne Momente erlebt und es geht direkt weiter, wirklich. Ich hoffe, ihr merkt mir das auch an, Leute, dass es echt für mich schön ist. Jetzt geht's los. Die Spieler kommen raus. Ich bin so gespannt, wie das ausgeht. Ei, 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 ei. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt, wie das ausgehen wird. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Leverkusen klatscht die 4-1 weg oder es wird ein spannendes 2-2. Schauen wir mal, Leute. Ey, wir haben gerade einfach Rudi Völler getroffen im Gang. Und es ging so schnell, ich wollte ihn nach der Prediction fragen, wie das Spiel ausgeht, aber der war so schnell weg. Aber sehr korrekt drauf, kurz 10 Sekunden geredet. Alles deine Schuld. Du hast gesagt, er soll gehen. Rudi Völler sagt 3-2 Leverkusen. Ja, Rudi Völler hat 3-2 getippt. Ich wollte das aufnehmen, aber wollte nicht nochmal sagen, ja, kannst du nochmal mit aufs Video. Deswegen, Leute, ein bisschen, ich will auch nicht zu dreist sein und so, weißt du, so, muss nicht sein.
Aber ja, cooler Typ auf jeden Fall. Und jetzt geht's los, Freunde. Leverkusen gegen West Ham United. Ich bin gespannt. Let's go, Freunde. Auf ein gutes Spiel. Europa League Viertelfinale. Let's go! Auf ein geiles Spiel, Leute! Oh, Wirtz, Junge. Oh, diese Technik. Starker Ball. Auch mal abziehen, auch mal abziehen. Oh! Nicht schlecht gedacht mit der Hacke, war gut gemacht. Oh, Junge, wie schnell! Was ist das denn? Wie schnell war der? Oh. Über allem vor uns den Bolt. War das Antonio oder war das Kudo? Ich hab das nicht erkannt von dir. Wow. Wow! Geil, Alter. Aus der Perspektive, wie eine Banane, reingedreht. Oh, wird es hier mit Scoop Turn? Zack, weitergeleitet. Also Wirtz, wenn man den live sieht, der hat so eine krasse Ballkontrolle. Wirklich, das ist heftig. Ich kann mir vorstellen, als Gegenspieler ist es immer mal schwer, da an den Ball zu kommen, weil der ist so dribbelstark. Das ist heftig, Mann. Wirklich. Also das live zu sehen, gut ab an den Jungen. Das ist schon saustark, Alter. Guck mal, was für ein Tiki-Taka das hier ist. Zack, zack, weiter. Jetzt kommt ein Tor, Leute, mit Ansage. Ich schwöre, das ist krass. Das ist wirklich heftig, Mann. Boah, Junge. Alter, wirklich. Du hast gesehen, zack, 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 die spielen gerade mit den ersten 14 Minuten. West Ham hat nur einen halben Torschuss vorhin gehabt, aber das ist schon krass, wie Leverkusen da auch im Strafraum bei den Gegnern am Kombinieren ist. Und vor allem Wirtz, wie habt ihr gesehen, brutaler Technik. Komplett mit dieser Mannschaft. Ja, das ist verrückt, was das für eine Dominanz hier gerade ist. Alles mit auf unserer Seite in der ersten Halbzeit und nicht drüben. Wir sehen alles hier perfekt. Was passiert mit einem Spielball, der aus dem Ausfliegt? Er wird zu einem Balljungen zurückgeworfen, der diesen dann mitnimmt und dann auf die nächste Aktion wartet, wo er diesen Ball ins Spiel wieder hineinwerfen kann. Das sind die Western, Leute. Ich sage es ehrlich, Düsseldorf war lauter. Ein unerwünschter Gast. Einfach ein Luftballon. Wo kommt der denn her? Da boxt den einfach wieder rein. Einfach ein Luftballon da unterwegs. Ist das geil, Alter. Wo kommt der denn her, ey? Und weiter geht's. Ich werde landen noch gleich hier oben in der Loge, ich sag's euch. Schießt immer rüber! Oh! 30. Minute, also Leverkusen hätte schon in meinen Augen 1-0 führen können, auf jeden Fall, wenn nicht sogar müssen. Schieß! Oh! Oh mein Gott! Erste Halbzeit ist vorbei, Leute, 0-0. Ja, leider kein Tor gesehen bisher, aber Leverkusen macht ganz klar das Spiel. Nur der Ball will einfach nicht rein. West Ham hatte keine wirkliche Torchance gehabt. Die waren ein, zwei Mal vom Tor, mehr auch nicht. Ist halt jetzt blöd für die zweite Halbzeit, alles wird drüben sein. Und ja, Leverkusen kriegt den Ball nicht rein. Und vorher kennen wir das alle richtig von FIFA. Am Ende, du machst 90 Minuten das Spiel und kassierst dann den 91. den Gegentreffer. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit weitergeht. Junge, was machst du da? Kleiner Halbzeit-Snack. Und immer auch diese zwei da, diese Gummis. Zwei Stück. So viel Mauern ist, so viel, Alter. Was gibt's denn noch hier? Lutscher? Was für ein? Ich hab jetzt haben. Reicht, das ist gut so. So ist gut. Perfekt. Ahoi Brause? Na, das ist Ahoi Brause. Nein, Lakritz mag ich auch nicht mehr. Wie sind die unten rechts? Das ist Schnuller Muller. Ja, voll perfekt. Willst du Eis essen? Oh ne, Eis, kein Bock. Candy Bar, Candy Shop. So Leute, die zweite Halbzeit geht jetzt jeden Moment los. Ich will jetzt Tore sehen, wir wollen Tore sehen. Tore! Wo bleiben die Tore hier? Was ist denn da los, West Hammer? Wie in FIFA. Let's go, Freunde. Zweite Halbzeit geht los. Oh. Rebound. Oh.
Ja, West Ham ist echt gut am Bunkern, muss man sagen. Ich glaube, die hoffen darauf, dass es 0-0 bleibt, damit die zu Hause mehr Chancen haben. Weil irgendwie kommt mir so vor, als würden die gar kein Tor schießen wollen. Es geht die ganze Zeit nur auf das Tor von West Ham. Und Leverkusen ist schon längst, hätte schon 1-0 Führung verdient. Oh! Ey, wie kann es hier noch 0-0 stehen? Das ist unmöglich eigentlich, ne? Ich schwör's dir, ich kenne das nur von FIFA so. Du drückst die ganze Zeit auf ein Tor, dann kommt der Gegner in der 90. und dein Controller geht so fliegen. So fühlt sich das gerade an, dieses Spiel. Komm, mach ihn! Tor! Mach ihn! Nein! Da ist er! Ja! Ja! 1 von Leverkusen, hochverdient, muss man sagen. Hochverdient, jetzt schon 3-0 stehen. Krass. 83. Minute. Hier, Bruder! Mach den! Oh, jetzt. Oh, was ist das? Ping-Pong? Ping-Pong! Junge! Ping-Pong! Es geht ab, Alter. Einfach Tischtennis da. Ja, das spiegelt das Spiel, Leute. 10-1 Ecken. Also West Ham ist einfach so chancenlos. Das ist verrückt. Ja! Jetzt kommt Leverkusen nochmal am Ende und setzt sich in die Ecke hin. Ja, hochverdient. Kann man gar nicht drüber reden, Leute. Also es ist pure Dominanz heute. Krass, hätte ich nicht erwartet, gegen den 7. aus der Premier League, aus der stärksten Liga der Welt, so zu dominieren. Respekt, stark. Krass, einfach in der 83. und 90. Minute, 2 Tore. Drei Minuten ist Nachspielzeit. Vielleicht sehen wir noch eins. Das ist krass, wie schnell das auf einmal geht, ne? Jetzt 3-0. Oh. Spiel ist vorbei, Freunde. 2-0 Leverkusen. Hochverdient. Mehr braucht man dazu nicht sagen. West Ham hat sich einfach hinten versteckt. Die hatten vielleicht ein, zwei kleine Chancen gehabt. Also so war es hier auf jeden Fall zu sehen. Ich weiß nicht, ob es im Fernseher anders aussah. Aber das war eine pure Dominanz. So kann man das einfach betiteln, sage ich mal, die ganze Sache hier. Ja, hätte ich nicht erwartet, Leute, wirklich, hätte ich nicht erwartet. Ich bin gespannt, wie das Rückspiel ausgehen wird. Ob die da nochmal zu Hause anderen Wind auffahren oder ob Leverkusen da auch siegen wird. Aber das Krasse ist, Leverkusen irgendwie immer in der Endphase, die letzten 10 Minuten, machen die Tore. Ist ja auch in der Bundesliga so. Die liegen zum 89. 1-0 zurück und gewinnen dann noch 2-1. Alles verrückt, also wirklich, GG, starke Leistung. Ist natürlich auch für den deutschen Fußball geil, wenn eine deutsche Mannschaft weit kommt im internationalen Fußball. Ich sage sogar, wenn Leverkusen so weitermacht, die können ins Finale einziehen. Und Traumfinale für die Euroleague, Liverpool, Leverkusen, das wäre ein Banger. Das wäre ein Banger. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist oder ob die Halbfinale aufeinandertreffen würden, aber ich meine schon, dass das möglich wäre. Ja, das war das Spiel, Leute. Krass. Boah, die Spieler gehen direkt rein, die gehen nicht mal zu den Fans in die Ecke. Das hat Fortuna, meine Düsseldorfer Jungs, haben es auf jeden Fall besser gemacht. Die sind nach dem Spiel nochmal dahin gegangen, haben trotzdem mit den Fans gefeiert. Die hauen einfach direkt ab. Ach man, ich finde, wenn du auswärts spielst, egal wie du spielst, du solltest zu deinen Fans gehen und applaudieren und mit denen trotzdem ja, interagieren, finde ich. Weil die Fans kommen extra wegen der Mannschaft nach Deutschland, um dich zu supporten. Und auch wenn man dann verliert, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Jetzt, dass sie einfach reingehen, keine Ahnung, fühle ich nicht. Also dickes GG hier an Leverkusen, sehr stark gespielt, hätte auch noch höher ausgehen können oder besser gesagt müssen. Aber ja, 2-0 ist 2-0. Ne? Das musste West Ham erstmal drehen im Rückspiel. Wird nicht einfach. So, Freunde, das war's aus Leverkusen. Das Spiel ist 2-0 ausgegangen. Stadion ist leer. Wir machen uns jetzt gleich auch auf den Weg nach Hause. War auf jeden Fall ein cooles Spiel.
Ich hätte nicht gedacht, dass Leverkusen am Ende noch 2 Tore macht. Auf jeden Fall echt krass. Aber war auch, wie gesagt, verdient gewesen. Und ja, damit geht eine geile, geile Zeit zu Ende. Erst in Amerika, dann in Madrid und jetzt noch in Leverkusen die Europa League mitgenommen. Die nächsten Stadion-Vlogs werden auch kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann der nächste kommen wird. Ich werde auf jeden Fall aber zum Champions-League-Spiel, Rückspiel, natürlich nach Dortmund fahren und da das Spiel gucken und für euch auch ein Video machen. Das war's an der Stelle hier. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und checkt unbedingt auch meinen Gaming-Kanal aus, Leute, weil da kamen die ganzen Wrestling-Videos aus Amerika und. Und ich werde hier auf dem Kanal noch richtig geile Food-Videos hochladen aus Amerika. Wir haben alles Mögliche getestet. Das beste Philly Cheesesteak und. Also lasst euch überraschen. Das war's aus Leverkusen, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.